Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Trainerkarriere und unserem nächsten Spiel in der Bundesliga gegen Hannover 96. Die wurden ja zuletzt ein bisschen durchgereicht, zwischenzeitlich waren die sogar auf Platz 2 und mittlerweile sind sie glaube ich auf Platz 5 oder so oder 6. Sogar Bayern ist vorbeigezogen, das muss schon was heißen. Nee, Quatsch, Bayern ist ja ziemlich gut, aber bei uns haben sie einen recht schlechten Start hingelegt. Mal sehen, wo die am Ende landen. Ich hoffe natürlich nicht auf Platz 2. Momentan hat Dortmund die besten Karten darauf, Platz 2 zu kommen. Aber wir wissen, Bayern ist schon lang, lange nicht mehr schlechter gewesen als Platz 2. Was heißt lang, lang? Na gut, es war 2011 oder 12. Es war eine Meisterschaftsjahr von Dortmund. So viel weiß ich. So, Bruno auf Teigl. Und wieder zurück zu Bruno. Und jetzt spielt natürlich wieder die A11. Habe ich noch nicht erwähnt, aber ich denke, ihr habt es gesehen. Ach Gott. Wie gesagt, die A11 bringt uns momentan einfach mehr. Da spielen natürlich die wirklich talentierten Jungs drin. Nicht, dass die anderen keine talentierten hätten. Das ist ja ganz klar. Aber wir müssen erst einmal drauf schauen, dass wir hier unsere Jungs mit durchkriegen. Paulsen. Paulsen! Eieieiei, da macht er sich ganz, ganz breit. Der Ron Robert. Und er hat's geschafft. Ja! Schade! Panda, der sieht ja komisch aus, wenn er einen schwarzen Dings anhat. Ein schwarzes Trikot. Sieht irgendwie aus wie ein Schwarzer mit einem weißen Kopf drauf. Irgendwie ein wenig seltsam. Ich weiß nicht warum, hat er schwarze Handschuhe an oder was? Dankeschön. Brian brauchte den Ball nicht, hat er gesagt. So, in die Mitte. Özcanali kommt da mit. Oh, Pause! Nein, schade. Ja, Jung muss ja momentan so wirklich jedes Spiel spielen, weil wir haben keinen anderen linken Verteidiger mehr. Müssen wir mal gucken, dass wir eventuell Neumann ein bisschen mit einwechseln demnächst, dass der ein bisschen entlastet wird. Nicht, dass der uns jetzt in den nächsten Spielen ein bisschen abhanden kommt, beziehungsweise die Form von ihm runtergeht. Die Form, die Frische. Wenn die extrem runtergehen würde, wäre das nicht gut. Torwart hast du, Dankeschön. Ah, das. Der Paulsen leider ein bisschen falsch gelaufen. Hätte mal außen stehen bleiben sollen. Hätte ich gleich den langen Ball mit Riede, Quatsch, mit Jung spielen können. Ist ja gar nicht Riedewald. Ah, weiter geht's. Komm schon, Kaiser. Der wird da durchgeschleust und durchgeknallt. Das ist ja mal richtig dolle. Hat dich durchgeknallt. Klingt falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und ich brauche ja im Endeffekt in der Transferperiode brauche ich ja gar nicht wechseln. Ich habe jetzt nochmal gedacht, hey, yo, da musst du noch ein bisschen was machen, aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Denn wir haben alle Spieler letztes Mal loswerden können, in der letzten Transferperiode, die wir nicht wirklich brauchen. Was wir jetzt demnächst noch gucken müssen, ist, dass natürlich die Jungs, die jetzt sich nicht entwickeln und die jetzt unsere Mannschaft nur runterziehen, dass die noch rausgehen, aber wir werden uns erst Anfang der nächsten Saison wieder neue Leute holen, außer es kommen Leute aus der Jugend natürlich. Da ist ja langfristig geplant, nur noch Leute aus der Jugend zu beziehen. Von daher ist das ja sowieso am besten, wenn wir da am meisten Geld investieren. Ja, da war nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Kannst auch gerne nochmal die Wiederholung zeigen von dem Nichts. Ich denke, das hätte man gesehen. So, weg damit. Lukas Hernandez. Oh Mann. Komm schon, Kaiser. Weg damit. Ja, Gott. Ich bin mal Kimmich hier. Kimmich, der macht das. Öztunali. Und auf Pausen, aber gleich mal abseits. Ja. Hat man schon gesehen. Der ist schon gar nicht hingelaufen. Ich geh mal ein bisschen nach hinten, dass wir mit Pausen den Ball schneller kriegen. Pausen ist aber gleich wieder nach vorne gelaufen.
Hat nicht viel gebracht, die Aktion. Ey, ey, ey. Ja, die laufen nämlich, glaube ich, immer in den freien Raum, weil ich das eingestellt habe bei dem Stürmer. Dass der immer die Abwehr überlaufen soll. Pausen! Ach, spiel ihn doch ein bisschen weiter nach hinten. Kommt er da auch ran, der gute Kaiser. Der Roland. Öztun Ali! Oh, meine Herren, der war nicht so schlecht geschossen. Das wäre es gewesen, hier aus der Distanz hier das Ding reinzusemmeln. Aber da war nicht viel, ne? Da war ganz wenig Platz daneben. Schade, schade. Das wäre es doch gewesen hier. Ich weiß noch, eines seiner ersten Tore, oder vielleicht war es auch das erste und einzige, ich weiß gar nicht, wie viel er bisher hatte, aber es war auch ein Distanzschuss. Nicht so heftig, aber auch einer. Also ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass es einer war. Nicht, dass ihr mir jetzt sagt, hey, der hat noch gar kein Tor gemacht. Wer ist Öztun Ali? Was erzählt der Typ da? Aber ich bin mir da relativ sicher. Vertraut mir. Selbst wenn ihr es nicht gesehen habt, er hat es gemacht. Denn die ersten Spiele habt ihr ja wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wann ich hier getauscht habe, beziehungsweise wann ich mit dem Neuen angefangen habe. Mit der neuen Saison. Kann sein, dass das auch wieder in die Zeit reinfällt, wo die drei Aufnahmen nicht da sind oder zwei. Das ist auch möglich. Aber die werdet ihr hoffentlich noch sehen. Ich bin ja momentan dabei, die Festplatte sozusagen reparieren zu lassen, beziehungsweise zu gucken, ob da die Daten auf jeden Fall noch zu retten sind. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es auch endlich wieder Thumbnails. Bis dahin wird es die nicht geben. Von daher, wenn ihr das Video seht, kann es ja schon sein, dass es wieder welche gibt. Dann wisst ihr auch warum. Weil ich habe halt die alten Thumbnails noch drauf gehabt und solange ich die jetzt retten könnte, wäre es mir eigentlich lieb, wenn die dann auch gerettet werden, weil ich keine Lust habe, da irgendwie wieder neue zu machen. Denn das Spielerkarriere-Thumbnail war jetzt nicht total aufwendig, aber es hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet. Und das wollte ich nicht nochmal so auf die Schnelle machen. Nein! Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Gib mir den, gib mir den. Ach, schade. Na gut, das Spiel an sich ist nicht das Interessanteste, muss man sagen. Bisher drei Schüsse. Aber das kann noch werden. Das wird noch werden. Glaubt mir. Es wird noch das spannendste Spiel aller Zeiten werden. Nee, Quatsch. Sowas verspreche ich nicht. Kann ich eh nicht halten. Oh. Vor allen Dingen, da es ja schon 3 zu 4, glaube ich, gab gegen Hertha. Ich glaube, spannender kann ich es dann nicht mehr gestalten. Also ein 3 zu 4 ist echt nicht wirklich von schlechten Eltern. Also das kann ich kaum toppen. Da kann man mit einem 0-0 zur Halbzeit hier, glaube ich, auch nicht mehr hinkommen. Zumindest nicht allzu wahrscheinlich, dass das so kommt. Oh, schade. Na, Pausen. Wird hier ganz schön gefordert werden. Oh, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Schade, schade, schade. Wir kriegen hier nochmal hoffentlich eine gelbe zu sehen. Marcello kriegt gelb. Gehört sich so. Und dann machen wir mal weiter, ne? Wenn du nichts dagegen hast. Oh, aua. War nicht schön. Ne? Schäme dich, Bryant. So, Hernandez war da. Gebracht hat sie nix. Teigelmanns ausgespielt. Bryant. Oh, das gibt keinen Freistoß. Alter Vater, also das war ein Foul. Also sowas von. Sowas von. Du kannst mir nichts erzählen, dass das kein Freistoß war. Boah, da machen wir wieder eine riesen Lücke auf. Ich wollte den extra nicht nehmen, der da war, der Innenverteidiger, weil hätte ich den genommen, wäre der reingegangen zu 100%. Deswegen bin ich mit dem nicht drauf. Aber ich wollte halt einen anderen nachziehen, aber das wäre beinahe auch in die Hose gegangen. Na komm, mach weiter.
kommen wir leider nicht mehr durch. So, Stindl jetzt hier raus auf Rosselu. Komm schon, gib mir den. Ich will den. Ich will den haben. Bitte. Stindl und jetzt weg damit. Gut gemacht, Saar. Marian Saar wird auch immer sicherer. Achso, der hat auch einen Punkt gemacht gehabt. Stimmt. Ich glaube, das hatte ich nicht erwähnt. Ich weiß es nicht. Kann so sein, dass die noch hatte. So, bitte Colt. Spiele bitte kurz. Meine Herren. Immer diese lange Bässe hier. Wie sollen da rankommen? Aus Celu auf Gentner und Bryant wieder. Mensch, der ist aber auch aktiv wieder, ne? Also von uns ist momentan hier offensiv wenig bis gar nichts zu sehen. Und die Gegner, na gut, die dümpeln halt hier irgendwo zwar in unserer Hälfte, aber nicht wirklich in gefährlichen Bereichen rum. Und wir werden jetzt erstmal wechseln. 68. ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Und Dämme wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten hat Kalmar letztes Mal eigentlich auch das Ganze hier belebt. Und Jung sollte ja runter. Gegen Neumann. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hat er als Zweitposition auch links oder so. Rechtsverteidiger. Und dann setzen wir einfach Teigl dahin. Ich kann mir vorstellen, dass Teigl das besser kann. Egal. Wir schauen einfach mal. Sind beides, glaube ich, Rechtsfüße. Von daher ist es wurscht. Wird es nicht nochmal genau geguckt. Aber ich denke es einfach mal. So, Teigl. Ja, super Ding. Das erste Pass von Kalmar hier. Der erste Pass gleich mal ein Fehlpass. Bryant. Boah, ein Glück gibt er den Querpass nach hinten, ey. Das wäre jetzt böse geworden. Wieder Bryant. Panda und super. Schön gemacht von Demme. Das wäre richtig eng geworden sonst. Boah. Bruno, Junge. Mach doch keinen Scheiß. Kommen wir nicht ran. Ein Glück steht er neben dem Tor. Sonst wäre der auch reingewandert. Ah, die haben schon viel, viel mehr vom Spiel, die haben Hannoveraner. Ich wollte gerade Hamburger sagen. Die hätten mir wohl alle den Kopf abgerissen. So, Teigl. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Ja, ja, Dämme. Komm schon. Du musst den frischen Wind bringen. Du alleine. Du alleine. Mach ihn rein. Es ist unglaublich, echt. Haut doch das Ding rein, Mensch. Was macht ihr denn da vorne? Ach nee, sowas von doof. Dämme hätte es beinahe hingekriegt. Aber ist wahrscheinlich nicht der beste Schütze, wie es aussieht. Ah, Pause. Das war ja nicht. Bittencourt hier, der schnelle Mann. Aber Bruno lässt sich nicht beirren vom schnellen Mann. Oh, ganz schlecht gemacht. Zieh ihn um. Öztunali. Zieh die Notbremse. Nicht so schlimm. Dadurch kriegen wir hier Zeit. Die wir nicht haben. Nee, Quatsch, aber so kommen die nicht nach vorne. Nein, und er lässt sich in den 16er reinfallen. Willst du mich verarschen, oder was? Das war doch nicht annähernd im 16-Meter-Raum, oder was? Das ist doch nicht im 16er gewesen. Ja, na, von da sieht man es ja perfekt. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt ein Elber war, oder was? Der Kontakt ist hier. So, und dann fällt er jetzt um. Und geht in den 16er rein. Das ist doch nicht... Oh, wie pfeifst du das denn, du Vollpfosten? Um Gottes Willen. Ja, ja, komm, wir haben es gesehen, den Dreck. Oh, ganz falsch gepfiffen hier. In den 16er schleppt er sich rein. Man muss natürlich pfeifen, wann der Kontakt ist und nicht, wann das irgendwann mal... Oh, den hält er nicht. Ich bin richtig im Eck. Es ist doch nicht wahr. Warum hältst du den denn nicht? Willst du nicht? Willst du lieber Handball spielen? Eishockey, Cricket, irgendwas anderes. Wenn nicht, dann halt so einen scheiß Ball, Junge. Mann, ey. Er springt in die Richtung, oder ich springe in die Richtung, in die er soll, und
Dann nimmt er den nicht mit. Da musst du den halten, Mann. Alles nach vorne jetzt hier. Ja, danke schön. Ist aber nett von dir, dass du uns den abnimmst. Wir brauchen den Ball ja nicht mehr. Oh Mann, ey. Teigel! Oh, wo schießt denn du hin? Jung! Der Ball muss nach rechts. Nicht auf den Mann hier. Ja, gib mir einen Spieler, du Idiot! Ich schreie hier mitten in der Nacht erstmal meine Nachbarn zusammen, glaube ich. Aber das geht mir echt auf den Keks. Da kommst du nach hinten, willst den Ball da haben, den Spieler haben und kriegst da keinen einzigen, ne? Wir verlieren hier gegen Hannover. Das ist ein Konkurrent von uns, also die sind recht weit vorne. Da würden wir 3 Punkte auf jeden Fall, beziehungsweise sogar 6 Punkte auf die verlieren, das wäre böse. Ja, ich dachte, ich habe den Ball, na, das ist super, dass Stindl den mitnimmt. Ah, das war's. Das war's für uns. Kriegen wir den Ball, wird abgepfiffen. Und Bryant heute hier der auffälligste Spieler beim Gegner. Ja, das haben wir verkackt. Ganz ehrlich, Bryant wird der Beste sein, nehme ich an. Mal so rein, ins Braune rein, vermutet. Ja, zusammen mit Zieler und Sané. Das war blöd. Jetzt sind wir einen Punkt vor Dortmund, so wie ich es angekündigt hatte. Und Hannover hat es damit wieder 6 Punkte vor Leverkusen geschafft. Bayern ist, glaube ich, an Wolfsburg vorbeigezogen, sind damit wieder auf Platz 3. Und jetzt wird es langsam wieder kuschelig warm da oben. Alle nebeneinander, so wie es nicht sein sollte. Noch ist kein Spiel gespielt. Monatliches Scouting-Update. Okay, das ist dieser Spieler, den ich mal drin gelassen habe, damit ihr mal seht, wie schlecht die eigentlich sind. Wurde mir auch zuletzt gesagt, du kannst doch gar nicht sehen nach einem Monat, ob die gut sind. Doch, kann ich. Der hier zum Beispiel ist gut. Da lohnt es sich, den auch mal zu verpflichten, weil ich bezahle ja kein Geld dafür, Leute zu verpflichten, die total schlecht sind. Habe ich jetzt einen zweiten mit in die Schule aufgenommen? Kann das sein? Nein. Also der war ja schon vorher. Bei dem werden wir nochmal gucken, ob der sein Maximalpotenzial hält. Dann ist es vielleicht sinnvoll, den zu nehmen, wenn er über 50 auf jeden Fall hat. Das wird er wahrscheinlich haben. Dann ist es möglich, den auch vernünftig zu übernehmen. Ansonsten ist es eher sinnlos. Kann ich dir was fragen, Trainer? Ja, tut mir leid. Bei dir wollte ich echt schon mal, dass du spielst, aber naja, irgendwie dann doch nicht. So, wir gucken mal durch, wie viele Spiele die Jungs haben. Hier zum Beispiel Pike Sao hat natürlich so gut wie nichts gehabt. Neumann hat wenige Spiele gehabt, den werden wir aber öfter spielen lassen demnächst, weil der ist nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal 2 mit einem Spiel erst. Das sind Friedrich und Aurelio Capela. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Und ansonsten, naja gut, das sind jetzt Spieler, die alle in der B11 spielen. Die spielen ja eigentlich recht häufig. Blanco dürfte nochmal häufiger dran. Und Lorenz natürlich. Ja, also die Defensiven, das war schon klar. Die defensiven Leute von der Reserve sozusagen. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.